Leidest du an Schwitzen an den Achseln? Ist das für dich eine große Belastung im Alltag und besonders im Sommer? Dann schau dir dieses Video an, denn ich erkläre dir alle Möglichkeiten, wie du dein Schwitzen dauerhaft loswerden kannst. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen im Kanal der Doro Klinik. In diesem Video möchte ich dir die verschiedenen Methoden, operativ, nicht operativ, medikamentös und nicht medikamentös, auseinandersetzen und genau erklären, die dir helfen können, um deine Schwitzproblematik an den Achseln loszuwerden. Mein Name ist Dr. Andreas Doro. Ich bin der Gründer und der Leiter der Doro Kliniken mit drei Standorten direkt an der Schweizer Grenze im Südschwarzwald. Und wir sind eine spezialisierte Zahnklinik und Schönheitsklinik und machen schon lange sehr, sehr viele Behandlungen bei übermäßigem Schwitzen, haben schon extrem viele Erfahrungen gesammelt und extrem viele Methoden ausprobiert. Und ich möchte dir hier die Methoden vorstellen, die in meiner und unserer 15-jährigen Erfahrung sich als die optimalen Methoden herausgestellt haben. Das Schwitzen an den Achseln ist grundsätzlich sehr weit verbreitet. Es gibt Menschen, die einfach auf eine normale Art und Weise ein bisschen mehr an den Achseln schwitzen, aber viele Menschen haben wirklich so ein starkes Schwitzen, dass sie im Alltag extrem eingeschränkt sind. Die Ursachen dafür sind manchmal natürlich stressbedingtes Schwitzen, bei Angst bei Vorträgen, wenn man im Mittelpunkt steht. Aber eben gerade da sind Menschen, die das genetisch veranlagt schon in sich drin haben, besonders gefährdet oder haben das besonders stark, und dann kann das ein Maß überschreiten, dass es einfach nicht mehr erträglich ist und dass man verzweifelt sucht, wie man das loswerden kann. Ich habe schon viele Patienten und Patientinnen erlebt, die im Sommer dann nur noch schwarze Sachen tragen, weil sie sagen, sonst sieht man die Schweißflecken viel zu sehr, und das ist natürlich schade, wenn man so sehr eingeschränkt ist in seiner Lebensweise, in seiner Lebensqualität, dann ist es wichtig, dass man da eine Lösung findet. Die Folgen sind eben, dass man sozial dort wirklich Hemmungen hat, sich nicht mehr da frei bewegen kann und sich ständig Gedanken macht bei allen Situationen, oh, was ist, wenn ich jetzt schwitze, was ist, wenn jemand die Schweißflecken sieht. Und deswegen, wie gesagt, lohnt es sich, nach einer Lösung zu schauen. Ein kleiner Zwischenschritt noch, und zwar, wie ist das eigentlich mit dem Geruch? Ich habe jetzt gerade nur über die sichtbaren Schweißflecken geredet. Manche Menschen leiden mehr unter den sichtbaren Schweißflecken und manche Menschen eben auch zusätzlich unter dem Schweißgeruch. Die beiden verschiedenen Schweißproblematiken hängen mit der Anatomie zusammen. Und zwar, man sieht es hier einmal im anatomischen Querschnitt durch die Haut. Da gibt es zwei verschiedene Schweißdrüsen in der Haut, an den Achseln und auch sonst am Körper. Die einen Schweißdrüsen sind für die Flüssigkeit, für die Schweißmenge zuständig, und die anderen Schweißdrüsen für den Geruch. Das sind einfach noch Überbleibsel aus der Evolution, wo der Geruch bei Tieren noch bestimmte Funktionen hatte und bei uns eben auch bei unseren Vorfahren. Und inzwischen ist das leider nur noch lästig, aber es ist bei vielen Menschen noch vorhanden. Und deswegen ist es wichtig, dass man in der Behandlung an beides denkt. Bei den üblichen Behandlungen ist es aber so, dass beide Schweißdrüsenarten auch ziemlich gleich gehemmt werden und ziemlich gleich entfernt werden, sodass sich dann auch durch die Therapie beide Problematiken sehr gut erledigen lassen. Ganz wichtig ist, wenn man schauen möchte, wie stark das Schwitzen wirklich ist und wo das auch genau ist, dass man sowas vorher markiert. Vielleicht kennst du aus der Schule noch den Jodstärketest. Dabei wird einfach Stärkepulver auf die Haut aufgetragen und das Ganze mit einer Jodlösung kombiniert. Und dann sieht man an den Stellen, wo der Schweiß auftritt, eine Verfärbung von der Haut, und man kann ganz genau lokalisieren, wo die Schweißbildung ist, und kann ganz genau sehen, wie stark sie ist. Und das hilft sehr, sehr gut für die Einschätzung, um zu sehen, welche Behandlungsmethode die richtige ist und wie erfolgsversprechend die Behandlungsmethode auch ist. An Behandlungsarten gibt es grundsätzlich Behandlungen, die einfach im normalen, konventionellen Bereich sind, so wie Deos. Und dann gibt es die medizinischen Behandlungen, die eben aus Botox bestehen, aus einer neuen Mikrowellenbehandlung, die sich MiraDry nennt, und aus der Absaugung oder Kuretage von den Schweißdrüsen. Und zu jedem einzelnen Punkt möchte ich dir jetzt was erklären und dir sagen, wie die Methoden sind, wie erfolgversprechend sie sind und wie aufwendig sie sind. Zuerst zu der normalen Methode, zu der jeder greift, zu Deos. Da gibt es Deos mit Aluminium und ohne Aluminium.
Da ist es so, dass doch die Deos mit Aluminium deutlich wirksamer sind. Aber trotzdem ist es auch da so, dass Menschen, die unter so starkem Schwitzen neigen, dass die sagen, mir haben die Deos nicht geholfen, für mich hat das nicht ausgereicht und deswegen suche ich nach einer anderen Methode. Es tritt auch bei den Deos häufig ein Gewöhnungseffekt ein, sodass die am Anfang noch ganz gut helfen, aber dann nach einiger Zeit die Wirkung stark nachlässt und dann steht man wieder eigentlich genau da, wo man vorher auch war. Die Deos sind wie gesagt wenig wirksam, es gibt einen Anpassungseffekt und eine wirkliche Erleichterung bei starkem Schwitzen bekommt man da nur selten. Die zweite und die medizinische, unkomplizierte, einfache Methode ist das Botox. Das hat sich inzwischen sehr bewährt, denn das Botox ist ein Medikament, was sehr effektiv die Übertragung vom Nerven auf bestimmte Endorgane, das heißt auf bestimmte Muskeln oder andere Strukturen, die etwas auslösen, unterbindet. Das heißt, der Nerv kann diese Ziele nicht mehr erreichen, das Signal aus dem Nerven. Und das, was das Botox besonders gut hemmen kann, sind Muskelbewegungen. Das kennst du von der Zornesfalte, von solchen mimischen Muskeln, da wird Botox eingesetzt. Und vor allem eben auch von Schweißdrüsen. Weil Botox hemmt ganz effektiv die Aktivierung der Schweißdrüsen durch die Nerven. Und deswegen ist das Botox eine ganz, ganz hervorragende Möglichkeit, die wirklich harmlos ist. Man denkt immer, Botox ist so ein schlimmes Nervengift. Aber lokal eingesetzt an den Schweißdrüsen ist das wirklich absolut harmlos und es wirkt sehr, sehr gut. Das Botox wird dann mit einer Spritze an verschiedenen Punkten, die man vorher markiert hat, unter die Haut eingebracht. Und auch da ist es ganz gut, wenn man vorher, so wie ich das vorher auf dem Bild gezeigt habe, die Region markiert mit dem Jodstärketest und dann ganz genau sehen kann, wo die Schweißdrüsen auch sind. Denn die Schweißdrüsenareale müssen nicht da sein, wo zum Beispiel die Haare an der Achsel sind. Die können ganz eigenwillig verteilt sein und deswegen ist es wichtig, um kein Botox zu verschenken oder um nicht unnötige Regionen zu behandeln, das vorher genau zu markieren. Das Botox ist wie gesagt sehr effektiv und die Wirkung hält 4 bis 8 Monate an. Das ist der kleine Wermutstropfen. Das Botox ist eben einfach nur eine zeitweilige Linderung und hat keinen dauerhaften Effekt. Und die Kosten für den Wirkstoff sind relativ hoch. Deswegen kostet so eine Behandlung für beide Achseln schon häufig zwischen 400 und 700 Euro, je nachdem, wie viel Wirkstoff man braucht. Hier sieht man nochmal die Effektivität der Botox-Wirkung. Hier ist das Ganze angefärbt und danach nochmal angefärbt und man sieht, es bildet sich kaum mehr Schweiß. Jetzt kommen wir zu einer ganz modernen Methode, die nennt sich Miradry und da werden die Schweißdrüsen unter der Haut mit Mikrowellen durch die Haut zerstört. Die obere Hautschicht, die wird durch ein Kühlverfahren dabei geschont, es wird genau angezeichnet und dann werden die Mikrowellenimpulse auf die Schweißdrüsen abgegeben. Das Ganze ist, weil das Gerät sehr teuer ist und weil es mit sehr teuren Einmalprodukten oder Einmalteilen arbeitet, ist wirklich sehr teuer und die Wirkung ist deutlich eingeschränkt. Es hat eine gewisse Wirkung, aber häufig nach meiner Erfahrung keine so gute Langzeitwirkung und es sind häufige Nachbehandlungen notwendig, sodass dann die Kosten explodieren und es eine Methode ist, die vom Kostenrahmen her und von der Effektivität nicht wirklich zu empfehlen ist. Deswegen bin ich mehr, wenn es um eine dauerhafte Behandlung geht, für die Schweißdrüsenkürettage. Die Schweißdrüsenkürettage ist ein kleiner operativer Eingriff, bei dem ähnlich wie bei einer Fettabsorbung über 2 kleine Schnitte die Schweißdrüsen unter der Haut entfernt werden. Das läuft so ab, dass man zuerst im Dämmerschlaf dort eine Lokalanästhesielösung einbringt, die nennt sich Tumeszenzlösung und damit ist alles betäubt, du schläfst. Und man macht dann nur 2 kleine Einschnitte und über die kleinen Einschnitte wird mit einem kleinen Röhrchen die Haut von unten abgesaugt. Das ist eine ganz besondere Fettabsaugekanüle, die anders ist wie bei einer regulären Fettabsaugung, denn die hat kleine Häkchen an der Oberfläche und kratzt wirklich die Schweißdrüsen von der Haut weg. Damit kann man die Schweißdrüsen dauerhaft von der Haut entfernen und hat eine Schweißreduktion, die ziemlich effektiv ist und dauerhaft ist. Das Ganze ist eben eine sogenannte Saugkürettage. Kürettage heißt abkratzen und das Ganze wird mit der Saugung kombiniert, dass die entfernten Schweißdrüsen direkt abgesaugt werden. Man schafft damit eine 70-90%ige Reduktion der Schweißmenge, also was wirklich sehr effektiv ist. Das Ganze verheilt sehr schnell, ist ein unkomplizierter Eingriff und man kann schon nach einer Woche
auf jeden Fall wieder voll arbeiten, Sport machen und ist wieder einsatzfähig. Und es ist eben ein dauerhaftes Ergebnis, was ich bei der unkomplizierten Methode sehr schön finde. Die OP findet in Dämmerschlaf statt, wie gesagt, in der Tumeszenzmethode, das heißt mit Kochsalz wird die Region vorher infiltriert, damit das Ganze auch taub ist und du bekommst für 3 Tage einen Kompressionsverband. Sport ist, wie gesagt, nach einer Woche schon wieder möglich. Welche Methode jetzt für dich die richtige ist, kann man einmal in einer Beratung und in einer Untersuchung feststellen und natürlich auch beim Anfärben. Bei uns in der Klinik ist es so, dass wir etwa die Schweißdrüsenkürretage und die Botox-Behandlung zur Hälfte durchführen. Es gibt einfach Patienten, die kommen lieber einmal im halben Jahr etwa für die Botox-Behandlung. Bei manchen hält die Wirkung auch ein Jahr an und die sagen, ich möchte keine OP. Und es gibt andere Patienten, die sagen, ich möchte es lieber dauerhaft hinter mir haben und ich lasse mir die Schweißdrüsenkürretage machen. Die Empfehlung ist, dass beides wirklich eine gute Methode ist. Manchmal fangen Patienten auch einfach mit dem Botox an, um schnell eine Hilfe zu haben und steigen dann im Laufe der Zeit irgendwann auf die Kürretage über und lassen sich die Schweißdrüsen dauerhaft entfernen. Das Anfärben ist immer sehr, sehr wichtig, um egal, ob es sich um die Operation handelt oder um die Botox-Behandlung, um ganz gezielt die richtige Region zu behandeln. Ich hoffe, ich konnte dir mit dem Video alles erklären, was du dir an Fragen gestellt hast, was du wissen wolltest zur Schweißdrüsenbehandlung, zur Hilfe bei starkem Schwitzen an den Achseln. Wenn du noch mehr Informationen möchtest, schau auf unsere Webseite nach oder besuch uns einfach für eine individuelle Beratung, damit du genau herausfinden kannst, was für dich die richtige Lösung ist. Herzliche Grüße von mir aus der Doro-Klinik, dein Dr. Andreas Doro.